Ich spring direkt mal rein ins kühle Nass. Wo war nochmal der Eingang? Da unten, ne? Direkt. Ja, wir sind auf jeden Fall richtig. Machen wir ein paar schnelle Schwimmzüge. Wir haben nicht alle Scherben, ne? Also wir haben 6 von 10. Aber vielleicht kriegen wir 2 Sachen. Vielleicht sind 2 von 3 Sachen drin. Ich hoffe sehr. Auftauchen bitte. Jawohl. Nice. Ja, ja. Schön. Trocken schrubben, mein Freund. Und wieder rein. Wir sind noch nicht da. Oh. Muss ich wieder abtauchen. Ich muss wahrscheinlich wieder... muss ich nicht abtauchen? Was? Wo zum Henker muss ich hin? Oh, ich muss hier... Oh, ich muss hier hoch. Entschuldigung, excusez-moi. Das habe ich voll vergessen. Weil ich war auch nur einmal hier bisher, ne? So, einmal hier durch, bitte. Okay, das dauert ein bisschen lang. Vielleicht nehme ich mal meine Fackel. Damit geht es ein bisschen schneller. Und schon sind wir wieder da. Im Räumchen hier. Oh ja. So, wir haben 1, 2, 3 Türchen. Und wir können mit 6 Scherben. Wir brauchen hier wahrscheinlich 2, oder? 2 Scherben. Hier 5. Und hier 3. Was ist denn das hier? Okay, das ist... Das sieht aus wie ein Dolch. Das da hinten ist ein Schwert. Aber das hier... Das ist ein Outfit. Bestimmt. Also man sieht es nicht. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal in den Sarg geguckt. Sieht aus wie Ausrüstung. Ich würde gerne die Ausrüstung nehmen. Ausgezeichnet. Die Scherben bewirken etwas. Womöglich brauche ich mehr. Ja, ja. Das stimmt, aber das hier reicht erstmal. Trühe plundern. Milads Montur. Hohoho, yes. Wir haben eine neue Montur bekommen. Die will ich gerne mir ansehen. Ich weiß nicht, ob die was taugt. Aber, unsichtbare Isu-Energie überwältigt die Willensschwachen. Vergessener Schrecken. Erfolgreiche Luftattentate lösen einen Blitzschlag aus, der Umstehende in einem Radius von 15 Metern verwirrt. Was? Was ist das? Okay, ihr könnt das wegen meinem Kopf nicht sehen, aber... Aber Alter. What the fuck is that? Die sieht ja hardcore gut aus. Ich meine, wir sehen unser Gesicht zwar nicht mehr, aber... Ja, wir könnten das natürlich hier als... Oh, Verkleidung als König der Diebe. Ja. So könnten wir auch aussehen, aber ganz ehrlich, ich will erstmal so rumlaufen, eine Zeit lang. An wen erinnert mich das? An irgendjemanden erinnert mich das. Ich weiß gerade nicht, wer. Irgendeine andere Figur. Ich... Hunger. Haben wir eigentlich einen Fertigkeitspunkt? Ja, einen einzigen. Ja, tolle Wurst. Yo. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber das sieht hart aus. Hardcore gut. Ich frag mich, was das hier für Dinge sind. Wir brauchen noch 4 Scherben. Wir brauchen noch 4 Scherben, dann können wir uns die beiden auch holen. Ich komme das nächste Mal wieder, wenn wir alles haben. Wenn wir alles haben, komme ich wieder. Puh. Okay, Moment. Scherben. Wo gibt's die? 2 von 2 Scherben habe ich hier. Scherben, 2 von 2 habe ich. Oh, hier, runde Stadt. Rätselhafte Scherben, da habe ich noch gar keine. Wir werden die mit Sicherheit finden. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir die nach und nach finden werden. Ich muss nicht mal aktiv danach suchen. Die fallen mir in die Hände. Die fallen mir so in die Hände, Freunde. So, das große Werk. Das Buch ist der Schlüssel zum Arun des Ordens. Hier haben wir noch nicht genug gesammelt, wie es aussieht.
Wir müssen da noch ein bisschen was suchen. Was ich gerne machen würde, ist wieder einmal einen Auftrag. Wie wär's mit der Amtsträger? Ein korrupter Amtsträger besucht das Gefängnis. Töte ihn. Das werden wir tun. Wo ist er? Wo ist dieser Dreckskerl? Hier ist er. Ist gar nicht so weit weg. Wir machen natürlich eine Schnellreise, weil aus dieser Ruine rauszukommen, dauert super lang. Junge, das sieht so cool aus. Eigentlich dürfte uns niemand mehr entdecken. Niemand dürfte uns erkennen. Wir werden das nicht immer anziehen, ne? Also, ich will auch nochmal das Gesicht von Basim sehen, aber das sieht schon hart gut aus. So, wir müssen da hinten lang und da ist auch eine Kiste auf dem Weg. Vor allem das mit den Luftattentaten. 15 Meter Radius, ein Blitz? Da bin ich mal gespannt, wenn wir das beim nächsten Mal machen, wie das aussehen wird. Holla die Waldfee. Hier können wir runter. Das ist der Ort. Alter, unsere Stimme hat sogar geändert, oder? Als Maul. Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, mit wem du redest? Ich kann Blitze feuern. Kann ich echt. Das will ich gerne sehen. Ort entdeckt, Eisentor. Eisentor. Gehört das dazu? Ich bleib mal hier am Rand, ne? Oh mein Gott. Das ist schon Sperrgebiet hier? Ich bin noch nicht mal auf dem... Muss ich da rein? Ich muss da rein. Sehe ich gerade. Gefängnis beim Bab Dimashq. Okay. Ja. Es ist... Das wird funny. Alle wollen ausbrechen. Ich will einbrechen. Aber ich komme nicht rein. Mein Freund. Lass mich lieber in Ruhe. Ihr wollt keinen Ärger mit mir. Wie komme ich denn hier rein? Also von hier geht's nirgendwo hoch. Ich meine, das macht Sinn. Es ist ja ein Gefängnis, aber... Ne? Von hier vielleicht? Das sieht besser aus. Na, sieh mal einer an. Wir sind hier schon mal eingebrochen, ich erinnere mich. Aber diesmal... Diesmal müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Sagt es und lässt sich erwischen. So, hier ist sonst nur noch er. Hey, mein Freund. Komm mal mit ums Eck. Ich zeig dir was. Der hat einen Schlüssel. Den brauchen wir. Wofür auch immer. Gesundheit voll. What the fuck? Ein Moment. Ein Moment. Also die Reaktionszeit von den Soldaten hier, ne, die ist... Wow! Hey, das dauert nicht lang! Ich bin so blöd. Ich bin absolut nicht schlau, wie es aussieht. Das war echt dumm. Wo ist der Schlüsselträger? Die Gefangenen können dir helfen. Oh. Mist, da war er. Komm. Runter. Nein. Niemand hat was gesehen. Ich will nur den Schlüssel. Da
Der schaut sich das wahrscheinlich etwas genauer an. Der sieht die Leiche. Nein, sieht er nicht. Der denkt, er hält ein Nickerchen. Okay, das denkt er. Die Gefangenen können dir helfen. Ja. Heißt, ich kann die freilassen, oder was? Ja, ich meine, vielleicht tue ich das. Kann ich die rauslassen? Irgendwie? Da ist er. Das sind wilde Tiere. Wenn die Gefangenen damals rauskämen, würden sie sich meinen Kopf holen. Wer sieht mich? Niemand, ne? Die Gefangenen können dir helfen, ganz ehrlich. Ich brauche keine Hilfe. Es ist vollbracht. Aber wie befreie ich hiermit? Welche Türen kann ich denn öffnen? Oh, die kann ich bestimmt befreien hier, ne? Die blauen? Wahrscheinlich. Aufschließen. Muss ich alle befreien oder? Okay, das waren sie schon. Cool. Hier war noch irgendwo eine Kiste. Danke. Und tschüss. Ich hau ab. Da ist noch eine Kiste eigentlich, ne? Da hinten. Komme ich da hin? Wie komme ich da hin vor allen Dingen? Mal gucken. Vielleicht kriege ich das ja hin irgendwie. Da ist eine Zelle. Da muss ich nicht hin. Ich habe einfach die Fackel geworfen. Okay, weißt du was? Ich hätte einfach abhauen sollen. Wo ist diese Scheißkiste, Mann? Die ist hier unter mir. Ich läute die Glocke! Warum bin ich hier nicht versteckt? Oh Mist. Alter, was habe ich mit dem angestellt? Ja, ja, der Alarm geht los. Das ist okay für mich. Komm ich von hier? Oh Gott, ey. Ich verlaufe mich hier sowas von. Warum seid ihr? Ich hau ab. Scheiß drauf. Wie komme ich denn hier raus? Was? Bleib stehen und kämpfe. Ich sehe nicht mal einen. Ich muss hier raus. Oh mein Gott, ich bekomme Panik. Was passiert hier? Wie komme ich hier raus, Mann? Ich will doch nur raus. Okay, ich wollte eigentlich die Kiste, aber... Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ja, leck mich doch. Wahrscheinlich stehe ich gleich aus Zufall vor der Kiste. Das Gefühl, diese Türen habe ich schon aufgemacht. Ich töte dich! Mensch, aber mal gut, Kollege. So. Vor allem hier fällt überall Licht rein. Ich denke die ganze Zeit, wir kommen hier raus, aber das. Hier geht's nicht raus. Vielleicht von hier? Hey, mein Freund. Mit dir. Nee, bleib mal schön stehen. Erst wollte ich Gefängnis
ein Gefängnis Einbruch machen jetzt. Jetzt mache ich selber einen Einbruch. Ausbruch. Verstärkte Bemühungen an alle. Der maskierte Mann ist nicht zufrieden mit den Grabungsfortschritten. 6 Gefangene sind gestorben und die anderen werden mit jedem Tag schwächer. Wir werden mehr Männer hinzuholen und sie in abwechselnde Schichten einteilen müssen. Das haben wir schon mal gelesen, ne? Als wir das erste Mal hier waren. Ich erinnere mich. Hey, mein Freund. Ups, sorry. Ich wollte gerade zeigen, wie ich dich abmurkse. Komm ich denn hier raus? Vor allem ist überall Licht. Cool. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, ne? Oh mein Gott. Endlich. Lass mich hier raus, Mann. Ciao. Zeit zu gehen. Ja. Junge, wir hören uns an wie ein Roboter mit dieser Maske. Irgendwie cool. 2 Punkte haben wir bekommen. Das hat schon mal mega gelohnt. Also diese Kisten, ja, schön und gut, aber teilweise finde ich die noch nicht mal. Also ich hatte gerade echt Probleme, diese Kiste zu finden. Ich muss sie einfach mal weg erstmal. Oh Gott, ey. Die suchen mich immer noch da hinten am Gefängnis. Das war harter Tobak. Fertigkeiten, wir haben 3 Punkte wieder. Was können wir machen? Notfall zielen. Halte L2 gedrückt, um auf Gegner zu zielen, die dich entdeckt haben. So kannst du sie töten und unentdeckt bleiben. Was? Das hört sich interessant an, aber ich verstehe das nicht ganz. Halte L2 gedrückt, die dich entdeckt haben. So kannst du sie töten und unentdeckt bleiben. Ja, das ist nicht schlecht. Was ich aber gerne machen würde, ist tatsächlich das hier. Wir können das erweitern. 2 zusätzliche Segmente. Das heißt, wir können insgesamt 4 Kollegen abmurksen. Ne? Ist das so? Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube schon, ne? So, die Musik geht immer noch ab wie Fuchsteufelswild. Aber das ist mir egal. Ich glaube, wir könnten mal dem hier nachgehen. Ahmad ibn Musa ist das größte Genie unter seinen Brüdern. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Finde die Ausgrabungsstätte. In der Wildnis müsste die sein. Wie weit in der Wildnis ist es denn? Hamids Karte findest du im Nachforschungsmenü. Oh, Moment. Ja, 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 ich erinnere mich. Irgendwas war doch da. Details. Hier ist diese Karte, ne? Okay, ich habe eine Karte erhalten, die den Standort der Ausgrabungsstätte südwestlich von Bagdad zeigt. Auf dem Weg befindet sich auch eine Oase. Okay, Fluss. Wir haben hier einen großen, einen dicken Fluss. Dann haben wir hier 1, 2, 3 feinere Seen. Von kleinen Bächen oder so. Oase. Hier ist irgendeine Moschee wahrscheinlich. Bagdad. Oase. Schauen wir mal. Oase. Ausgrabungsstätte. Da müssen wir hin, ne? Ich gehe mal stark davon aus, dass wir dahin müssen. Und ich würde gerne von hier hinreisen. Mit Paul. Das müsste es eigentlich sein. Wenn die Karte nicht lügt. Wenn die Karte nicht lügt, sind wir am richtigen Ort. So, hier müssen wir entlang. Richtung Südwest. Und das mache ich natürlich mit meinem guten Freund. Hi. So, wo ist jetzt hier... ist hier das Tor? Ich hoffe, hier ist das Tor. Ich weiß es aber nicht. Kannst du springen? Kannst du! Der große Bimaristan.
Ich will doch nur raus hier. Wahrscheinlich wäre ich zu Fuß schneller. Junge, unsere Stimme hört sich hart an in dieser Maske. Das ist irgendwie ungewohnt. Wie kommen wir nicht raus? Willst du mich verarschen? Kann ich hier irgendwie hochklettern? Komm schon, bitte. Ich will doch noch hier hoch. Das kommt davon. Das kommt davon, wenn ich hier wieder irgendwelche komischen Wege gehen möchte. So, vielleicht von der Mauer hier geht das? Auch nicht. I hate everything. So, vielleicht hier um die Ecke. Oh, Bab al-Muhawal. Ein neuer Ort. Tja, das ging aber schnell. So, okay, wir sind wieder auf dem rechten Weg. Um uns herum ist nichts. Also, let's go. Bring uns zu der Stätte. Vielleicht finden wir auf dem Weg irgendwas Interessantes. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Also, noch sehe ich hier nichts auf der... Auf dem Kompass oben sehe ich nichts und hier im Bild auch nicht. Nee. Oh, Moment. Was ist das denn? Für ein Aussichtspunkt. Ort entdeckt. Die Oase. So, Paul, du musst mal kurz warten. Ich will mal ganz kurz hier hoch. Da steht schon ein bisschen was parat, damit wir es leichter haben. Sehr schön. Okay, cool. Was ist das hier für ein Ort? Außer einer Oase? Vielleicht finden wir da irgendwas im Wasser, wenn wir da runtertauchen. Wichtiger Ort entdeckt. Ja, klar. Let's go. Wir springen hinunter. Und hier unten, das sieht nicht danach aus, dass es hier irgendwas gibt. Also ich sehe nichts. Nö. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier gibt es tatsächlich nichts. Schade. Aber ein schöner Ort, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Was ist das hier? Einsammeln. Ein Knochenwürfel. Was auch sonst. So, sonst habe ich hier aber nichts. Okay. Ein kurzer Boxenstopp. Und jetzt müssen wir aber weiter. Sogar mein Pfeifen hört sich komisch an in dieser Maske. Ich meine, die sieht geil aus, ja? Das Outfit sieht einfach geil aus, aber... Junge, unsere Stimme. Was ist denn damit los? So, ist das hier die Stätte, die Ausgrabungsstätte? Sagt er irgendwas? Ort entdeckt, Ausgrabungsstätte. Sag bitte das richtig hier. Finde den vermissten Bruder. Wir können jetzt hier unseren Vogel. Cool. Das war's schon? Ist irgendwas um uns herum? Da ist tatsächlich was. Was ist das? Ist das ein Händler? Oh, dem kann man was klauen. Das sollten wir tun. Ansonsten haben wir hier nichts. Aber weißt du was? Wir reiten jetzt mal hin. Wir reiten jetzt mal hin, beklauen den und hauen ab. Und das machen wir alles unauffällig. Also wenn der das nicht checkt. Lalalalalala. Hi. Ich wollte mir nur mal deine Katzen angucken. Ganz kurz.
Fuck! Was? Geh weg! Mit mir nicht, Dieb! Hilfe! Hier ist ein Dieb! Wache! Wache! Hier ist keine Wache. Ich bin eines Diebs und brauche Hilfe! Hier ist keine Wache. Was war das für ein Geräusch? Scheiße, ich hab's verkackt. Es geht ein Dieb um. Wachen! Hilf mir, bitte! Mann, warum hab ich das verkackt? Ich wurde bestohlen! Du wurdest überhaupt nicht bestohlen, Mann. Ich hab's versucht. Ich komm wieder. Kacke, Mann. Das hätte so gut geklappt. Eine riesige Ausgrabung. Was haben die vor? Oh, Moment. Um was zu entdecken? Wir sollen... Oh, okay. Mhm. Was haben wir noch so? Noch ein bisschen was, oder war es das? Informationen können wir also bei denen hier abluchsen. Markierung setzen. Ich brauche keine Markierung mehr. Okay. Ja, dann reden wir doch mal mit denen. Oder sind das Gegner? Wir sind keine Gegner, oder? Nee. Wir reden mit denen. Die haben mir nichts Böses vor. Erst beklaue ich euch. Hi. Was? Mir wird übel. Naja, wir sind auch hier in der Wüste, ne? Frag nicht nach Hakim Hassan. Ich weiß. Ich weiß. Sonst verschwinde ich, wie die anderen. Was? Wie sonst verschwinde ich? Was ist das denn? Hi! Beeindruckende Arbeit, Sadiq. Gräbst du etwas für den Kalifen aus? Diese Stimme. Das geht dich nichts an. Ich finde die Überreste vergangener Reiche äußerst spannend. Darf ich mich ein wenig umsehen? Sieh dir so viele alte Steine an, wie du willst. Aber fass unsere Werkzeuge und Truhen nicht an. Ich würde es nie wagen. Junge, ich glaube, um Gelegenheiten zu entdecken, ich glaube, wir müssen dir mal ein bisschen... Nein, dürfen wir nicht. Upp. Ganz ruhig. Hey, das war nicht für dich. Okay. Ich soll nochmal? Okay, irgendwas... Oh. Irgendwas Neues? Nein. Da war was. Was ist das jetzt? Truhen, die sich an der Ausgrabungsstätte finden, können Hinweise enthalten. Oh, das sind also diese Truhen. Wir sollen uns fernhalten, hat er gesagt. Ja, vergiss es. Wir reden jetzt mal mit dem da hinten. Mal gucken. Mir gefällt die Stimme nicht in diesem Outfit. Muss ich ehrlich zugeben, gefällt mir nicht. Die Stätte wird von Söldnern bewacht. Wir haben wohl etwas Wichtiges gefunden. Wann werden wir bezahlt, Hauptmann? Wir werden bezahlt. Die eine oder andere Weise. Viel kann man bei denen nicht stehlen. Aber besser als nichts. Wir sind im Sperrgebiet. Alter, ich will mit dir reden. Ei. Bist du der Anführer dieser kampfvernarbten Bande von Kriegshunden? Ihr werdet sicher gut bezahlt. Nicht so gut, wie wir es gern hätten, das sag ich dir. Vielleicht habe ich etwas ja... für mich erledigen? Oh, oh. Vielleicht. Was für ein Auftrag wäre das? Siehst du die feinen Männer des Kalifen dort? Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Hm. Da wird sich doch was finden. Münze zum Anheuern anbieten. Wir haben 16 von diesen Münzen. Weißt du was? Wir machen das. Gesprochen wie ein wahrer Söldner. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Hey. Es ist ehrliche Arbeit. Na klar. Die Söldner greifen die Wachen an, wenn du entdeckt wirst. Oh, interessant. Okay, also habe ich so ein bisschen... Ich kann's kaum Rückhalt. Ja, ja, warte. Vielleicht bleibe ich ja auch unentdeckt. Auch das ist möglich, ne? Da unten standen zwei. Die wollte ich gerne erledigen. Oh, das war dieser Elektroblitz, ne? Das schaue ich mir nochmal an.
Nice. Okay. Das sieht schon nach was aus. Ich müsste hier an irgendeine Kiste. Die da hinten nämlich. Nichts. Ob es in der Nähe noch weitere Truhen gibt? Oh oh. Der hat uns gesehen, ne? My life. Ich muss weg. Ich muss weg, ich muss weg. Na, komm doch hier hin, wenn du dich traust. Ha. Ja, ja. Wo ist der hin? Nirgendwo. Hau wieder ab. Gut. Irgendwann finde ich dich. Da hinten ist noch eine Kiste und da oben. Okay. Wie komme ich da am besten hin? Von oben. Immer. Immer von oben. Alter, was für ein Sprung. Das war überhaupt nicht, was ich vorhatte, aber es sah spektakulär aus. Ist das auch ein Gegner? Nee, das ist kein Gegner. So, ich gehe mal hier auf die Seite. Oh, das ist doch einer. Alter. Da sind sogar zwei. Ich hab doch... Eins. Zwei. Und drei. Junge, ihr wisst überhaupt nicht, was passiert. Eiskalt. Cold as ice, Freunde. So, ich nehme erstmal nichts mit. Begutachten. Hier ist nichts Wichtiges. Der hat das echt gehört, ne? Ich suche besser weiter. Ich muss ihn erstmal erledigen. Komm mal mit. Komm mal mit ums Eck, Kollege. Okay. Das läuft sehr gut. Einen Anhänger haben wir bekommen. Klasse. So, und hier kann ich auch ein bisschen einsammeln. Bleibt also nur noch eine Truhe. Die ist direkt unter uns. Das war alles nur ein Unfall, wie immer, ne? Gefährlich und ungreifbar. Wir stören die Geister alter Ungleich. Hat er es noch gehört? Ne, hat er nicht, ne? Schade. Okay, der klettert jetzt hoch natürlich, um sich das oben anzugucken. Wo ist jetzt die Kiste nochmal? Da hinten. Ich muss ihn erledigen. Ich muss ihn erstmal erledigen, bevor ich irgendwas machen kann. Ich hoffe, der kommt hier wieder lang. Er ist weg. Er hat sich verkrochen. Natürlich hat er das. Komm her. Kommt er echt nicht mehr? Doch. Doch, 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 er kommt. Wo kam das denn her? Komm her, komm her. Ich habe noch ein kleines Plätzchen für dich hier. Dachte ich. Oh ja, jetzt geht's. Puh, ich dachte schon, es klappt nicht. Oh, oh. Das wäre jetzt echt übel. Okay. Das nächste Mal, was ich machen möchte, ist... Genau das. Scheiße, es lief so gut. Nur weil er mich gesehen hat. Der hat doch gerade noch in die andere Richtung geguckt. Mann! Verstanden!
Lass das! Unnötig. Aber geil. Alter, was macht der für Moves? Das war echt unnötig, leider. Das war nicht, was ich wollte. Ich dachte, ich könnte die von oben erwischen mit meinem Superangriff. Diese Truhe trägt Achmar Ziegel. Die wird ihm gehören. Ah, die stand mit interessant. Ein Brief an Achmar von einem Arzt namens Hassan. Achmar wird wohl in Bimaristan mit ihm arbeiten. Krankenhaus. Aber was hat ein berühmter Erfinder mit einem Arzt zu schaffen? Es muss da irgendeine Verbindung geben. Mir gefällt einfach diese Stimme nicht, ne? Mir gefällt die Stimme einfach überhaupt nicht. Wir haben irgendwas gefunden zum Lesen, Mann. Ich wollte das vorlesen. Du spinnst wohl. Wo war das? War das Codex? Nee. Okay, wir haben Truhenzettel haben wir gefunden. Bruder Achmad. Aufregende Neuigkeiten. Das Artefakt, bei dessen Entdeckung in den Ruinen du uns geholfen hast, summt mit erstaunlicher Kraft. Ich habe mir ein Gerät einfallen lassen, mit dem man uns reparieren kann. Aber ich bin kein Handwerker und benötige dein Können. Suche mich in Bimaristan auf. Spute dich, wir wollen Geschichte schreiben. Hakim Hassan. Das wollen wir wohl. Okay, Nachforschung. Haben wir jetzt erledigt. Das heißt, wir müssen Hakim Hassan nach Ahmad fragen. Und dann können wir ihn suchen. Ja, das ist schon, das haben wir schon gefolgt. Wo ist das denn? Ja, was ich noch machen muss, ist natürlich das hier. Das ist wichtig. Es muss. Ich muss das machen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Der Arzt enthüllt. Hier ist noch ein bisschen was. Guck mal, hier liegt noch ein bisschen was rum. Und hier ist noch was zum Lesen. Ja, hallo. Und was gibt's denn hier? Die Befehle des Hauptmanns. Haltet diese verfluchten Bergleute im Auge. Einige von ihnen haben kostbare Fundstücke und Artefakte in den Ecken und Winkeln versteckt. Sie verstecken sie und wollen dann am Ende des Tages zurückkehren und mit ihnen verschwinden. Diese Drecksäcke. Finden wir die? Diese Artefakte? Kann man die finden? Oder nicht so? Alter, was sind... Nee. Kein Interesse. Tschüss. Wo ging's hier nochmal hoch? Hier. Gar kein Interesse. Auf Stress mit den Leuten hier. So, da hin. Oh, nee. Einen großen Bogen muss ich um die machen, wie es aussieht. So. Okay, wo ist unser Paul? Oh, Alter, Paul, bist du verrückt? Bring uns nochmal kurz zu diesem... Da hinten. Ja! Dem Typ mit den Katzen. Ich hoffe, ich krieg's diesmal hin. Vielleicht erkennt er uns ja. Hey, mein Freund, ich habe mal eine Frage. Oh. Ich streichle einfach mal die Katze. Der wird sich nichts Übles denken bei uns. Dass die Katze keine Angst hat vor uns. So, was haben wir denn hier? Was? Was ist denn? Habe ich irgendwas gemacht? So, wir müssen jetzt in diese Richtung. Wir haben ein Kilindi gefunden, was auch immer das ist. Die Montur, ne? Ist eigentlich ganz geil. Aber ich frage mich, ob er immer noch so redet jetzt. Er hat ja die Maske nicht mehr auf, ne? Normalerweise müsste er wieder normal reden. Mal gucken, ob das Spiel das erkennt. Ein Kilindi. Diese kleinen Eisenstäbe wurden ursprünglich in Westafrika hergestellt. Und in der Vergangenheit als Zahlungsmittel benutzt. Sie wurden üblicherweise zu Bündeln geschnürt, da ihr Einzelwert recht gering war.
Wir haben jede Menge Stuff. Müssen wir alles mal irgendwann abgeben. Welt. Wo möchte ich hin? Da möchte ich hin. Zum... Okay, wir möchten also zum... zum Krankenhaus. Und da sollen wir auch hin. Okay. Ja, guck mal hier. Wir haben schon einiges gefunden. Geht immer mehr. So, ich bin mal echt gespannt, ob der jetzt wieder so komisch redet. Was machst du da? Weil er hat ja die Maske nicht auf. So, ab zum Krankenhaus. Und das machen wir ganz sanft. Gleich sind wir schon da. Oh, beruhig dich mal. Was haben wir denn mit dem? So, Ahmad könnte sich im Krankenhaus befinden, was natürlich, das Krankenhaus ist bestimmt ein Sperrgebiet. So wie jedes andere Gebäude auch, wo wir rein müssen. Oder können wir da einfach so? Das wäre doch mal eine nette Abwechslung. Wo ist denn hier der Eingang? Hallo? Kein Eingang? Nix. Hab ich den Eingang jetzt verpasst oder was? Oh, hier. Und es ist kein Sperrgebiet. Der Bimaristan. Hier versammeln sich die besten Heiler Bagdads. So ist es. Wenn ich Hakim Hassan finde, dann auch Ahmad. Okay, Adlerauge sagt uns, da oben ist eine Truhe und natürlich ist das Sperrgebiet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wir gehen mal hoch. Mal gucken, was wir oben so finden. Und schon sind wir im Sperrgebiet. Selbstverständlich. Da oben ist die Truhe. Aha. Aber die Wachen, die sind auch auf dieser Etage, ne? Hilfsmittel voll, okay. Uiuiuiui, da kommen wir niemals rein. Ein offenes Fenster. Ja, ich weiß halt nicht, ob wir hier... Das ist auch ein Riesengebäude. Ich weiß nicht, ob wir hier einfach so... Ich will eigentlich keinen Stress jetzt starten. Keinen Stress starten. Okay, wir müssen erstmal ihn finden. Ich glaube, wir suchen den erstmal, bevor wir hier irgendwelche Kisten versuchen aufzumachen. Alle sprechen sie Persisch hier. Sehr authentisch. So, ich stehe jetzt mitten im Brunnen. Was, mit wem soll ich denn reden? Wer ist unser Mann? Oh. Ach, natürlich, die Tür. Da waren wir schon mal drin. Sag mal. Okay. Was? Und nach der Behandlung wird er bald wahnsinnig. Besser, wir sprechen nicht über solche Dinge. Doch, doch, redet über solche Dinge. Ich will alles hören. Was steht hier? Irgendwie muss ich in Hakim Hassans Arbeitsstube gelangen. Kein Zutritt ohne entsprechende Erlaubnis. Wer Hilfe benötigt, wende sich bitte an die Oberschwester. Oh. Den Schlüssel finden. Wer zum Henker hat den Schlüssel, ne? Wer hat ihn? Sag es mir. Was war das? Habe ich... Da hinten. Die Oberschwester hat ihn natürlich. Du gehörst mir.